Schönen guten Tag, willkommen zu dieser Podiumsdiskussion, die natürlich online stattfindet, so wie viele Dinge derzeit. Wir haben eingeladen Cho Sung-yong, die jetzt gerade in Saarbrücken sitzt und sich freundlicherweise Zeit genommen hat. Sie ist geboren in Pusan, aufgewachsen in Seoul. Sie ging mit ihrer Mutter zusammen nach Westdeutschland in den 60er, Anfang der 70er Jahre, so rum, und hat dann trotzdem an der Yonsei-Universität studiert. Und dann später, ist vor allem bekannt durch ihre Filme. Der erste kam 2006 heraus, Full Metal Village, ist damals eingeschlagen als einer der bekanntesten Dokumentarfilme in Deutschland. Da ging es noch nicht um Südkorea. Später hat sie dann den Film Endstation Sehnsüchte gedreht, den ich auch als Anlass genommen habe, da nochmal hinzufahren, in dieses Dorf damals. Das war eine tolle Erfahrung. Also wir kennen da wahrscheinlich viele gemeinsame Bekannte. Und dann hat sie 11 Freundinnen, Verliebt, Verlobt, Verloren gedreht und dann 2016 den Film, über den wir heute sprechen wollen, Meine Brüder und Schwestern im Norden. Eingeladen haben wir auch Katharina Peters. Sie ist geboren 1982, hat in Lissabon und Hamburg studiert. Ist sie aufgewachsen, genau, studiert hat sie in Lüneburg, Barcelona und noch weitere Stationen in Sydney natürlich, Paris, Berlin. Und jetzt sitzt sie in Seoul als Korrespondentin für den Spiegel, nachdem sie an der Deutschen Journalistenschule in München das Journalistenstudium absolviert hat. Und wir haben eingeladen Rüdiger Frank, Deutschlands bekanntester Nordkorea-Experte, würde ich sagen. Er ist geboren in Leipzig, hat dann noch 5 Jahre in der Sowjetunion gelebt und ist 1991/92 nach Nordkorea gegangen, an die Universität, die natürlich nach dem Staatsgründer benannt ist, Kim Il-sung, und lebt jetzt in Wien, hat mehrere Bücher zum Thema Nordkorea veröffentlicht, das erste 1996, wenn ich richtig informiert bin, über Nordkorea und die Beziehung zu der DDR, und ja, wir haben es natürlich dabei, Nordkorea, das große Gesamtwerk, wir wollen anfangen, über den Film zu diskutieren. Und als erste Frage hätte ich direkt an Cho Sung-yong. Eine meiner Lieblingsszenen ist gleich am Anfang. Da fliegt die Kamera über Nordkorea. Das ist natürlich das Land, was man immer kennt. Diese Nachtaufnahmen, wo es immer dunkel ist, wo man gar nichts sieht. Jetzt sieht man plötzlich Felder, Häuser. Was ist Ihnen noch aufgefallen bei diesem allerersten Blick über Nordkorea? Mein erster Blick ist anderer als der erste Blick in den Film. Ja, der Film beginnt ja mit Sonnenaufgang und endet auch mit der Nachtaufnahme, so ja, zeitlich so aufgebaut. Aber wenn ich so an Nordkorea denke, dann habe ich die Landschaft immer vor meinen Augen, die wirklich sehr, sehr schön ist, die Berge und die Flüsse. Und die Landschaft in Nordkorea ist wirklich schöner als in Südkorea, so muss ich sagen. Und vielleicht einfacher, die Berge sind schöner, ist es möglich. Aber ich denke, dass in Nordkorea die Natur sehr angetastet ist. Ja? In Südkorea ist die Natur wirklich sehr, sehr bearbeitet und durch die Industrialisierung auch sehr zerstört. Die Landschaft, die Berge oder die Flüsse wurden begradigt und so weiter. Aber in Nordkorea findet man wirklich die ursprüngliche Natur, ja, die Natürlichkeit der Berge und der Flüsse. Und das sind halt das Bild so der Heimat, was ich eigentlich von Südkorea habe. Und das in Südkorea zerstört worden ist und verloren gegangen ist. Und deswegen war es für mich sehr so seltsam, in Nordkorea zu sein, weil ich das Gefühl bekam, ja, ich wäre in meiner Kindheit zurück. Ja, gebimmt worden, in meine Kindheit zurück so.
Herr Professor Frank, wie haben Sie diese Szene erlebt? Wie sehen Sie von oben auf Nordkorea? Ja, bei mir ist der Blick sicherlich ein ganz anderer, da ich ja keine solchen romantischen Kindheitserinnerungen habe, die ich dann irgendwie auf Nordkorea projiziere, sondern ich schaue mir an, wie sieht's aus, wie ist der Stand der Reisfelder. Mir fällt immer auf, dass das Land sehr intensiv bearbeitet wird. Nordkorea hat ja ungefähr 20% landwirtschaftlich nutzbare Fläche. Wir wissen, dass es da Nahrungsprobleme gibt und entsprechend, das ist als Ökonom immer mein erster Blick darauf eigentlich. Und ich finde es auch immer recht beeindruckend, also zu sehen, wie wirklich hart die Menschen da arbeiten und irgendwie trotzdem wird das nichts. Das sind so die Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Dann sehe ich, vom Flieger sieht man das recht gut, auch die vielen kleinen Staudämme, die es da gibt, mit denen man versucht, das Elektrizitätsproblem zu lösen. Die Flugrichtung hat sich ein bisschen verändert. Man fliegt ja jetzt seit einigen Jahren über China immer, also quasi man fliegt mit dem Flieger über Land und fliegt dann entsprechend die Westküste entlang. Man sieht da eine ganze Menge auch Industrieanlagen und Ähnliches. Also das sind die Gedanken, die mir dann durch den Kopf gehen. Also eine ganz andere Richtung, mehr so im rationalen Bereich. Frau Peters, wie ging das Ihnen? Ich kann mich erinnern, also ich war ja auch Korrespondent in Südkorea eine Zeit lang. Und da geht es natürlich immer um die Lager. Und ich weiß, in der Zeit, als ich da war, kam das Buch von James Pearson raus über die Schwarzmärkte. Und ja, wie schauen Sie von oben auf das Land? Haben Sie irgendwie gesucht nach den Lagern oder wie ging es Ihnen da? Also zum einen kann ich das total nachvollziehen, diesen Blick auf die Landschaft, weil das geht mir auch in Südkorea immer so, dass ich denke, die Natur ist eigentlich so schön, aber es ist so irgendwie sehr zersiedelt teilweise. Insofern, jetzt wenn man nur die Landschaft betrachtet, dann ja, dann kann ich mir das gut vorstellen. Ich habe mich natürlich bei dem Film habe ich mich vor allen Dingen auf die Menschen konzentriert, weil ich immer versucht habe, mit meinem Hintergrundwissen zu Nordkorea immer versucht habe, rauszulesen, was sagen die Menschen eigentlich gerade wirklich und was läuft jetzt hinter den Kulissen ab. Also das war mein Hauptgedanke bei dem Film. Sie haben mir erzählt, dass Ihr Sohn den Film ganz anders gesehen hat. Können Sie das nochmal erzählen, wie dieser Moment war und wie dieser ganz frische, andere Blick auf Nordkorea Sie auch beeinflusst hat? Genau, also erstmal muss ich konstatieren, dass ich natürlich mit meinem Grundschulkind nicht Nordkorea-Dokumentation normalerweise sehe. Er kam nur rein, als ich das gesehen habe und er hat die Szene mit dem Wasserpark gesehen und hat gesagt, oh, das ist ja total schön, warum sagst du denn immer, dass Nordkorea so schrecklich ist? Und ja, also ich denke schon, das ist so wahrscheinlich der Zwiespalt, in dem auch Sie als Regisseurin letztendlich waren. Also ich glaube, ich mit meinem Hintergrundwissen habe irgendwie unheimlich viel. Für mich war das ein weiteres Mosaikstein, das ich zusammensetze, also ein weiteres Puzzleteil, das ich zusammensetzen konnte von meinem Bild von Nordkorea. Aber sicherlich, wenn man das Hintergrundwissen nicht hat, dann ist es vermutlich ein bisschen schwieriger, sich da einen Versuch zu starten, ein vollständiges Bild zu schaffen. Und wie alt ist Ihr Sohn? 8. Ah, süß. Ich hätte dazu auch noch eine interessante Geschichte beizutragen, die in eine ähnliche Richtung geht. Ich war vor ein paar Jahren mit meinem damals 18-jährigen Sohn gemeinsam in Nordkorea und der ist schon relativ reiseerfahren und der hatte auch einen sehr positiven Eindruck. Also er war natürlich vorbereitet und er wusste schon eine ganze Menge auch über die Hintergründe, hat das auch gesehen. Aber er hat gesagt, also rein touristisch ist das im Prinzip bis jetzt die beste Reise gewesen, die er je gemacht hat. Also enorm vollgepackt, ein Highlight nach dem anderen, hervorragend durchorganisiert, na klar. Und das fand er also schon ganz interessant, ja, also wie man diesen Eindruck dann einerseits gewinnen kann, wenn man vor Ort ist und entsprechend auch bearbeitet und betreut wird natürlich. Und andererseits das jetzt gegenübersteht dem, was man sonst so in den Medien an unserer Propaganda zu sehen bekommt. Und deswegen fand ich den Film, den Song Hyung gemacht hat, auch wirklich sehr hilfreich, weil er hilft letztlich auch diese Brücke zu überwinden zwischen den zwei Propagandabildern, die auf beiden Seiten existieren.
Dazu kann ich beitragen, dass ich 2014 auch in Nordkorea war, für allerdings nur natürlich 10 Tage. Und mir ging es da ganz anders. Nämlich, also ich fand, dass da sehr viel Energie rein verwendet wurde, um uns davon zu überzeugen, dass hier alles sehr gut läuft. Aber ich hatte das Gefühl, man muss nur so ein bisschen antippen und schon sieht man, wo überall Staub liegt, wo die Toiletten nicht funktionieren. Ich hatte das Gefühl, das wird noch so zusammengehalten, so mit aller Macht, so das Bild, aber eigentlich funktioniert es schon längst nicht mehr und überall roch es komisch, hatte ich das Gefühl. Also mir ging das überhaupt nicht so. Ich hatte eher das Gefühl, das geht jetzt hier noch 2, 3 Tage gut, Leute, Jahre gut und dann gibt's hier großen Ärger und das ist natürlich nicht passiert. Aber ja, also wie ging das Ihnen, Cho Sung-jung? Hatten Sie auch das Gefühl, dass Sie Sachen nicht zeigen dürfen oder da oder die Kamera dann lieber in eine andere Richtung drehen? Wie war das? Erstmal, ich war so in Nordkorea erst 2012, nicht so lange. Du warst ja wirklich als Jugendliche dort, das überrascht mich sehr. Aber mein Produzent erzählte mir, dass das Bild sich sehr stark geändert hat. Er war schon vor 2012 in Nordkorea gewesen und dann mit mir zusammen nochmal 2012. Und er war wirklich sehr positiv überrascht, wie die Stimmung sich geändert hat. Und es war gerade die Zeit, dass ja, der Marschall Kim Jong-un so an der Macht war und dass er wirklich vieles Neues so probiert hat und auch eingeleitet hat. Und deswegen habe ich nicht diesen Vergleich, so, dass es sehr düster und alles bricht zusammen und so. So habe ich das Land nicht erlebt. Ich habe eher das Land in Aufbruchstimmung erlebt. Und dann auch von meinem Guide erzählt bekommen, dass sie wirklich das Gefühl haben, es ändert sich jetzt wirklich etwas. Und solche Sätze sagten sie mir wirklich mit Begeisterung und mit großer Hoffnung. So habe ich das Land erlebt, ja. Und dann in Bezug auf meine Dreharbeit, es ist ja eigentlich geläufig, dass es in Nordkorea sehr restriktiv läuft. Besonders wenn man einen Dokumentarfilm drehen will, das weiß ich, das wusste ich, das ist Fakt. Und da muss man sich halt irgendwie darauf einstellen und vorbereiten. Und das habe ich getan. Und ich habe nicht die Protagonisten, die mir vorgestellt wurden, einfach so akzeptiert, wie sie es gemacht haben, sondern ich habe versucht, auch meine ja, so Entscheidung mit einzunehmen. Und deswegen habe ich sehr viele so Leute kennengelernt. Ich wollte viele Leute kennenlernen und daraus wollte ich meine Protagonisten selbst auswählen und das hat funktioniert teilweise. Und ich durfte auch vor Ort Protagonisten spontan austauschen. Das ging auch. Und dann während der Dreharbeit, keiner glaubt es mir, aber es war tatsächlich so. Wir hatten unsere Guide oder so Aufpasser vor Ort nicht dabei gehabt beim Dreh direkt. Die mussten draußen bleiben und die waren nicht in Hörweite, als wir gedreht haben. Und das konnte ich ja durchbringen, halt durch die Diskussion. Ich habe mit ihnen diskutiert, was für das Land und für das Vaterland und für die Nation besser ist, dass sie dabei sind beim Dreh oder nicht dabei sind. Wenn sie dabei sind, sind die Protagonisten sehr eingeschüchtert. Dann werden sie nicht entspannt sein und so dass sie ja nicht menschlich so wirken könnten. Und das haben sie verstanden. Und dann sind sie alle rausgegangen und wir durften drehen, nur mit Protagonisten. Ja, genau. So kann man wirklich in beschränkten Rahmen einiges erreichen, wenn man versucht und die Nordkoreaner ernst nimmt. So ist es. Und in Bezug auf darauf, was ich rausschneiden musste oder so, ja, tatsächlich gibt es, das war die Szene in der Fabrik, in der patriotischen Kleiderfabrik in Wonsan an der Ostküste. Und da haben wir ja die Klamotten aufgenommen, die Kleidungen, halt in Nahaufnahme war das Label der Modefirma und dann darunter Made in China. Und das haben wir wirklich in Close-up, in Großaufnahme aufgenommen. Und das durften wir nicht verwenden,
Und das habe ich dann auch verstanden, weil die Modefirma, die US-amerikanische Modefirma, relativ bekannt ist, ziemlich bekannt ist. Und diese Firma lässt ihre Kleidung in Nordkorea produzieren, aber dann mit dem Label, ja, Made in China. Und wenn das rauskommt, kriegt die Modefirma große Probleme, international große Probleme. Und dann werden die Nordkoreaner auch keine Aufträge mehr bekommen. Und deswegen haben sie mich darum gebeten, ob ich das ja auslassen könnte. So. Und das habe ich dann akzeptiert. Und das war ja so die Szene, die ich rausschneiden musste. Und auch, ich wollte auch nicht drin haben. Aber ansonsten, was gab es noch? Genau, der Film war fast fertig, alles fertig, Ton gemischt, Farbkorrektur gemacht. Und dann haben wir den Film nach Nordkorea geschickt. Und dann kam die E-Mail, ja, wir haben auch telefoniert, und die Bitte unserer Partnerin, ob ich die Straßenszene in Wonsan rausschneiden könnte. Da gibt es Szene, so in denen so Menschen irgendwie an der Straße so, ja, mit schweren Karren vorbeiziehen, und das sieht nicht so gut aus, das sieht etwas ärmselig aus. Und sie fragte mich, ob ich diese Szene rausschneiden könnte. Ich habe dann ihnen gesagt, ja, theoretisch könnte ich rausschneiden, aber dann müsste ich Tonmischung neu machen und dann neue Szene reinschneiden, und das kostet alles Geld und wir haben kein Geld mehr. Aber dann haben sie auch verstanden, und das fand ich auch sehr interessant, auch lustig, dass die Nordkoreaner sehr schnell verstehen, wir haben kein Geld mehr, und das verstehen sie total gut. Das haben sie dann so akzeptiert, wie es ist, und ich musste das nicht rausschneiden. Das war eigentlich ihr alles, sonst nicht wirklich. Stimmte das denn mit dem Geld, die Begründung? Bitte? Stimmte die Begründung? Natürlich, wir haben das ganze Produktionsgeld schon ausgegeben und wir hatten kein Geld mehr. Natürlich auch keine Lust mehr, was neu reinzuschneiden. Aber dass das funktioniert hat, ja. Ich fand das jetzt gerade sehr spannend, weil das auch einiges deutlich macht. Der Herr Kittel meinte, ja, das ist ja da, wenn man da genau hinschaut, da ist überall Staub, und das ist ja eigentlich ein Entwicklungsland. Ja, also das ist eigentlich der typische Blick, mit dem viele westliche Journalisten dahin fahren. Im Prinzip, man will ja eigentlich das System entlarven und der Lüge überführen. Ja. Und dann andererseits hat man die Nordkoreaner, die das natürlich tausendmal schon erlebt haben, und die versuchen dann gegenzusteuern, indem sie sagen, ah, naja, zeig das mal lieber nicht und so, zeig mal lieber die positive Seite, weil sie wissen, dass wir ja im Prinzip nach diesen Zeichen von Armut und wie auch immer wir das interpretieren, das wird ja oft auch völlig falsch interpretiert, das kommt ja auch noch mit hinzu, dass wir da danach suchen. Also haben wir wirklich diese zwei Kräfte, ja, die einen suchen krampfhaft was Schlimmes zu finden, die anderen versuchen krampfhaft ein möglichst positives Bild zu liefern, und was dabei herauskommt, ist in der Regel irgendwie eine ganz seltsame Mischung und einen wirklich neutralen Zugang zu Nordkorea, da scheinen sich die Menschen extrem schwer damit zu tun. Also jeder hat eine Meinung, entweder in der einen oder in der anderen Richtung, und Nichtwissen ist da auch gar kein Hindernis dabei, eine Meinung zu haben, sondern ganz im Gegenteil, das macht es leichter. Und ja, die Nordkoreaner letztlich als die Protagonisten stehen da irgendwo in der Mitte, ja, und müssen damit umgehen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Wir machen ein ganz wunderbares Thema auf, genau. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass wir als Journalisten immer versuchen, den Verfall sofort zu finden. Ich glaube, dass wir versuchen, uns anzunähern an dieses Land. Ich glaube, dass wir versuchen, uns in einer Vollständigkeit anzunähern, die wir nicht erreichen können, weil wir eben nicht frei berichten können in diesem Land, aus diesem Land. Aber dass wir natürlich versuchen, aus einer Vielzahl von Quellen uns ein Bild zu machen, das ist eigentlich auch, das ist unsere Aufgabe als Journalisten. Aber diese Haltung würde ich wirklich sehr wünschen von den Journalisten. Aber das sind wirklich die wenigsten, die mit dieser Haltung nach Nordkorea gehen. Ich habe sehr selten irgendwie diese Art Journalisten erlebt, sondern ganz im Gegenteil. Die haben schon sehr viel Vorwissen. Ich würde eher sagen Vorurteile, nicht mal Wissen, Vorurteile. Oder vielleicht Wissen tun sie auch. Und dann mit dem Wissen gehen sie nach Nordkorea, dann wollen sie ihr Wissen bestätigt haben. Dann suchen sie genau nach dem, was sie schon wissen oder glauben zu wissen. Ja, und ich finde es total schwierig. Und ich bin reingegangen, obwohl ich einiges ein bisschen weiß, aber nicht viel. Wer kann behaupten, wirklich über Nordkorea richtig viel zu wissen, außer vielleicht Professor Frank? Ja, und dann irgendwie dieser kindliche Blick ist total wichtig, das Land zu verstehen. Und so ohne Vorurteile
in das Land hinzugehen und dann mit Respekt Menschen begegnen und dann kennenlernen und auch lernen und was entdecken, das würde ich mir sehr wünschen. Aber das ist auch sehr interessant von deutschen Journalisten vor allem. Ich hatte Interviews mit japanischen Journalisten, sehr, sehr viele Interviews, als der Film in Japan lief. Wirklich fast alle, wirklich namhafte Medien waren dabei. Die waren sehr interessiert. Ich hatte wirklich tagelang wirklich Marathon, so Interviewmarathon gemacht in Japan. Und dann auch in Deutschland viele Interviews. Und der Unterschied ist, fast jeder deutsche Journalist fragt mich nach Lager. Aber in Japan ist es nicht passiert. Ja? Und das ist so interessant und das hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht. Warum stellen Sie mir diese Frage in Deutschland vor allem? Ich hatte mal auch ein Interview mit einem so Journalisten aus London gehabt, aber da war nicht die Frage nach Lager. Aber in Deutschland 100% immer wird es gefragt nach Lager, warum ich nicht vom Lager erzähle. Und das war auch mit meinen Redakteurinnen so, die wollten am Anfang der Produktion unbedingt, dass ich vom Lager erzähle. Aber das war nicht meine Intention. A, ich mache keine direkt politische Filme, ich mache eher ethnografische Filme. Und für ethnografische Filme sind normale Menschen, ja, nicht große Politiker oder Berühmtheiten, sondern normale Menschen wichtig und dann vor allem ihr Alltagsleben. So war ich sehr interessiert am Alltagsleben. Und dann irgendwie so für mich die Frage, warum fragen Sie mich irgendwie nach Lager? Und irgendwie meine Vermutung ist, die Deutschen haben wirklich sehr schwere Vergangenheit gehabt und von Zweiten Weltkrieg. Und wenn Sie an Nordkorea denken, dann das Bild von Konzentrationslager und dieses Bild der Deutschen, so, ja, von ihrer eigenen Vergangenheit und dann das Bild von Nordkorea überlappen sich. Die Lager in Nordkorea und dann die Lager im Dritten Reich, die beiden Bilder so überlappen sich und da denken sie sofort irgendwie etwas ganz, ganz Schlimmes, das absolute Böse, das ist halt Nordkorea, so in Deutschland, hatte ich das Gefühl. Zu meinem Erstaunen, dass die Deutschen wirklich hier mehr Probleme haben als die anderen. Ja, Ausländer. Ich habe zum Beispiel hier in Südkorea auch gesprochen mit Menschenrechtlern, südkoreanischen Menschenrechtlern. Und dann habe ich die gefragt, weil es gibt ja noch mehr Themen, über die man reden kann. Das ist ja ein großes Thema hier in Seoul. Inwieweit spricht man über Menschenrechte? Und die jetzige Regierung hat sich dazu entschieden, das nicht zu tun. Und natürlich werden sie von Journalisten noch immer wieder darauf angesprochen und auch kritisiert dafür. Und dann habe ich eben eine südkoreanische Menschenrechtlerin gefragt, weil andere sagen zum Beispiel, wir müssen über Arbeitsrechte mehr sprechen, wir müssen versuchen Veränderungen und die gibt es ja auch, wenn man zum Beispiel, oder Frauenrechte ist ja auch Menschenrecht. Und dann hat die mir eben gesagt, als ich gesagt, von all diesen Themen, welches ist für sie das Drängste, dann hat sie gesagt, tatsächlich die Lager und das war keine Deutsche, das war eine... Ja, und ich denke irgendwie, so wenn man von Nordkorea spricht, dann spricht man wirklich hauptsächlich vom Lager und von Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Aber ich bin der Meinung, mein Vater hat mir mal gesagt, wenn du deine Nase in den Arsch steckst, dann wird es nur stinken, hat er mir gesagt. Ja, und so denke ich auch, irgendwie, es gibt so Journalisten und Menschen, die in Bezug auf Nordkorea nur in eine Richtung gucken. Deswegen haben wir kein differenziertes Bild von Nordkorea, sondern nur ein sehr einseitiges Bild, was wirklich durch und durch negativ ist. Genau das verhindert eigentlich die Demokratie in Südkorea, bin ich der Meinung. Ja. Seit der Teilung Koreas so besteht dieses Feindbild von Nordkorea und der Nordkorea ist wirklich Teufel schlechthin. Und der Feinde kann man lieben, so christlich. Jesus hat auch gesagt, Feinde sollte man lieben, aber nicht Teufel. Und ich denke, in Bezug auf Nordkorea ticken viele Menschen wirklich sehr religiös. Und das absolute Böse, das Teufel, und da kann man nicht mal in Dialog treten und die müssen eliminiert werden. Mit dieser Haltung gehen sie irgendwie an das Thema ran und ich denke, das befestigt Status quo, feindliche Koexistenz, aber nicht friedliche Koexistenz. Und was ich möchte, ist, dass
wir irgendwie Nordkorea differenziert betrachten und die Menschen verstehen, warum sie sind, so sind und wie sie sind. Und erst das ermöglicht uns einen Dialog mit Nordkorea, was vielleicht wie in Deutschland zu einer friedlichen Wiedervereinigung führen könnte. In Deutschland hat man auch versucht, Wandel durch Annäherung, und warum nicht in Korea? Frau Peters, weil man vielleicht auch spannenderweise, gerade um den Bogen zu Deutschland zu ziehen, weil wir ja anlässlich des 3. Oktober hier zusammensitzen. Ich selber als Leipziger habe mir natürlich die letzten 30 Jahre angeschaut, wie auch über die DDR gesprochen wird. Und da finde ich halt auch eine gewiss einseitige Ausrichtung Stasi. Also Stasi ist 80%, glaube ich, aller Themen, ob es jetzt in Spielfilmen ist oder in Dokumentationen. Da werden Künstler benannt, die dann bespitzelt worden sind. Oder es gibt dann diese ganzen, ja auch wahren Einzelschicksale, ja, über die da berichtet wird. Es wird über den Apparat berichtet, wie er strukturiert war, über die 100.000 Hauptamtlichen und die vielen inoffiziellen Mitarbeiter. Egal, wo man hinschaut, Stasi, 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 überall. Das Problem ist, dass das ja alles stimmt. Das ist ja, es ist ja nicht gelogen. Nur, was ich jetzt bei dir auch raushöre, Song-Yong, und dann, das würde ich auch wirklich unterstützen, es ist halt nicht alles. Da war noch mehr. Und wenn man sich heute die Menschen in der Ex-DDR anschaut, diejenigen, die insbesondere unzufrieden sind damit, wie es gelaufen ist, ich glaube, da gehört auch dieses Nichtverstehen des Gesamtbildes mit hinzu, diese einseitige Fokussierung auf das Thema Stasi. Anfang der 90er waren es auch noch die Mauerschützen, das ist jetzt nicht mehr so sehr aktuell, aber das war eigentlich alles, als ob es da nichts anderes gegeben hätte. Und das ist, glaube ich, auch die Gefahr, die ich sehe. Also es geht gar nicht so sehr um die moralische Entrüstung, dass man Nordkorea jetzt einseitig betrachtet. Dass dort die Menschenrechtslage katastrophal ist, wissen wir ja. Und jeder, der das leugnet, der lügt einfach oder weiß nicht, von was er spricht. Nur, wenn man sich auf eine Vereinigung vorbereiten möchte, auf sowas wie ein Zusammenleben, dann reicht das nicht. Es reicht nicht, wenn man die Nordkoreaner als den Ort des Bösen kennzeichnet, die Menschen wahlweise als Idioten kategorisiert, die nicht wissen, was mit ihnen passiert, oder als willige Täter und Mithelfer, die ein solches menschenverachtendes System unterstützen. Das genügt nicht. Man muss mehr tun. Und ich glaube, auch dafür hat dieser Film doch einiges geleistet, insbesondere, weil du dich auch in weiten Teilen auch der Kommentare enthalten hast, sondern du hast den Menschen die Gelegenheit gegeben, sich mit all ihren, ja auch ihrem Bemühen in einem bestimmten Bild zu erscheinen, das ja deutlich wird, wir sind ja nicht dumm, das merken wir ja, ne? Wo dann also tatsächlich Propaganda durch die Münder dieser Menschen spricht, auch das muss man sie mal tun lassen und man sollte unseren Menschen auch zutrauen, dann entsprechend zu differenzieren. Aber wie gesagt, in Deutschland haben wir das auch noch nicht ganz geschafft, also bei uns ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass einfach die Realität in der DDR nicht wirklich erfasst worden ist. Quasi jetzt auch in einer Art, wie soll ich das sagen, stark vereinfachter Form dargestellt wird. Und dementsprechend gibt es natürlich auch eine Gegenreaktion auf der anderen Seite. Ich möchte eine kurze Lanze brechen für den deutschen Journalismus und vor allen Dingen auch für den Berliner Lokaljournalismus. Ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, dass sich das geändert hat. Bin selber jetzt wieder Reporter nach einer Auszeit in Indonesien, wieder bei der Berliner Morgenpost. Und lese deswegen täglich die lokalen Tageszeitungen und überregionalen natürlich auch. Und ich hatte insbesondere auch bei den überregionalen seit 3-4 Jahren ungefähr das Gefühl, dass die Diskussion sich ein bisschen verschoben hat, nämlich weg von der Stasi hin zu einer Treuhanddiskussion, hin zu einer Diskussion, was ist alles schiefgelaufen, wo sind die Punkte, wo sich unser Land noch unterscheidet. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt differenzierter geworden und habe das bestätigt gefunden beim Gespräch mit Herrn Professor Dr. Wolle, der ja auch zu dem Thema vor allen Dingen forscht. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch nochmal Katharina Peters fragen, weil wir vorhin darüber sprachen, wie das die Redaktionen einfordern, dieses Bild. Ist das denn so? Also bei mir war das ein bisschen so, als ich in Südkorea gelebt habe, dass da immer wieder mal eigentlich so dieselbe Geschichte gefordert wurde über den Norden und dass man oft gezwungen war, die Nachrichten, die man vom südkoreanischen Geheimdienst bekommen hat, die immer absurder wurden zum Teil, an Hunde verfüttert etc., was sich dann später rausstellt, was alles gar nicht stimmt. Wie ist das denn aktuell für Sie, Frau Peters? Also ich finde meine Redaktion, ehrlich gesagt, ich möchte eine Lanze brechen für meine Redaktion. Also natürlich ist bei Nordkorea, und das stimmt ja total, was wir besprochen haben, bei Nordkorea ist dann einfach Kim Jong-un
Atombomben. So, das sind halt irgendwie so Schlagworte und das interessiert die Leser auch doll. Aber das ist ja unsere Aufgabe als Journalisten, das irgendwie differenzierter und verschiedene Texte dazu zu schreiben, das von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und ich finde gerade bei diesen Geschichten, wer dann wieder weggeputscht wurde oder an Hunde verfüttert wurde, da haben wir jetzt ja genug Erfahrung gesammelt, dass die Menschen die Funktionäre dann oft dann woanders wieder auftauchen. Also da kann man schon auch sagen, wir müssen das mit Vorsicht betrachten also deswegen hat man ja auch dann irgendwann sein Netzwerk von Leuten, mit denen man spricht. Grundsätzlich, ja, finde ich aber zum Beispiel, also das Thema, wie sehen Südkoreaner den Norden eigentlich und wie fühlen sich Nordkoreaner, die geflüchtet sind, im Süden? Ich finde, das ist irgendwie ein Thema, was überhaupt nicht, also das, genau das ist ein wichtiges Thema. Da steht unheimlich viel schmerzvolle Geschichte, ganz viel Schmerz, also ganz viele Schmerzen stehen dahinter und ich finde das ganz wichtig zu beleuchten. Zum Beispiel war ich in einer Schule, wo nordkoreanische Geflüchtete Jugendliche untergekommen sind, weil sie sich in südkoreanischen Schulen nicht wohlfühlen oder gemobbt werden. Und das fand ich unheimlich, also ich fand das sehr berührend, weil dieses junge Mädchen irgendwie, mit dem ich gesprochen habe, hat mir auch da erzählt, wie sie sich ausgegrenzt fühlt im Süden. Und andererseits auch, wie sie, als sie südkoreanische Freunde hatte, die sich immer mehr interessiert haben für den Norden. Also ich finde schon, dass das unheimlich wichtig ist, solche Filme, wie Cho Seung-yeon gemacht hat, weil natürlich geht es darum, ja, wenn man genau, wie Sie gesagt haben, wenn es irgendeine Wiedervereinigung geben soll, oder wenn man darüber immer so groß redet und wenn es ein Wiedervereinigungsministerium gibt, dann muss man ja auch was darüber wissen, nicht nur wie irgendwelche Strukturen sind, sondern auch, wie die Menschen überhaupt sind. Und deswegen finde ich das total wichtig. Da hat sich ja offenbar auch was geändert. Wir haben glücklicherweise ein Vorgespräch geführt, wo Sie, Frau Peters, mir eine neue Serie empfohlen haben, die ich mir natürlich sofort angefangen habe anzuschauen. Crash. Da muss ich aber in die Runde fragen, ob das die anderen auch gesehen haben. Crash Landing on You. Haben die anderen schon davon gehört? Ja, selbstverständlich habe ich die Serie gesehen, sogar zweimal komplett. Und ich war echt baff. Es interessiert mich total, was Sie davon halten. Nachdem ich die Serie geguckt habe, ich habe keine Lust mehr, Dokumentarfilme in Nordkorea zu drehen. Die haben so gut recherchiert, wahnsinnig gut recherchiert. Und sie sind wirklich in die Orte gegangen oder Orte inszeniert, die ich nicht besuchen durfte, zum Beispiel die Märkte. Ja? So, ich durfte nicht auf die Märkte gehen. So. Und, aber in der Serie gibt es ja genug diese Szene und ich fand es wirklich unfassbar gut recherchiert und ich habe dann gelesen, dass die Flüchtlinge für die Serie involviert wurden, so in Vorproduktion, ja, und dann manche haben auch eine kleine Rolle bekommen als Statisten und die berichten, dass sie sich jedes Mal so erschrocken haben am Set, weil sie das Gefühl bekamen, sie sind wieder in Nordkorea und so. Ganz kurz zum Hintergrund, für den Zuschauer, der es noch nicht gesehen hat, ist eine Netflix-Serie, die läuft seit Dezember 2019 auf Netflix, auch in Deutschland. Es geht um eine Südkoreanerin, die per Fallschirm in Nordkorea landet und quasi in den Armen eines Nordkoreaners. Professor Frank, welchen Einfluss können denn Filme auf das Zusammengehörigkeitsgefühl haben? Wir haben jetzt gerade besprochen, dass nordkoreanische Flüchtlinge zum Teil diskriminiert werden. Eine Freundin von mir ist deswegen nach Berlin gezogen und spricht jetzt fließend Deutsch. Ich bin ganz begeistert. Aber wie funktioniert das? Können Medien da einen Unterschied schaffen? Ja, das können Sie sicher. Ich meine, ich muss sagen, ich bin persönlich überhaupt kein Fan von diesem Crash Landing on You, weil ich finde, ich komme mit diesem Overacting überhaupt nicht zurecht. Speziell die junge J-Ball-Erbin, die da mit dem Paraglider gelandet ist. Ich kann da nicht länger als 5 Minuten hinschauen, ohne dass mir sich irgendwie die Fußnägel hochrollen. Aber das ist eine persönliche Geschmacksgeschichte. Ich meine, Fakt ist, ja, wir sind da so hin und her gerissen. Es gibt ja auch diese TV-Talkshow in Südkorea, On My Way to Meet You, heißt es auf Englisch, ne? Wo dann so nordkoreanische Flüchtlings, in der Regel junge Frauen sitzen und dann irgendwie
ja auch aus ihrem Alltagsleben erzählen. Und manchmal ist das ganz interessant, manchmal ist es auch irgendwie extrem schräg. Fakt ist, und ich glaube, das ist schon auch, geht auch in Richtung Ihrer Frage dann mit der Rolle der Medien, man weiß in Südkorea extrem wenig über Nordkorea. Ich meine, wir haben das ja in Deutschland gemerkt nach der Wiedervereinigung, wo man im Westen schon dachte, ja, was mit der DDR los ist, wissen wir ja. Man ist ja regelmäßig hingefahren, es gab das Transitabkommen, es gab die Messe in Leipzig, es gab in Berlin insbesondere, war es besonders einfach, einfach mal schnell in die S-Bahn zu steigen. Und trotzdem hat man eigentlich erst hinterher begriffen, was da so los ist. Deswegen auch das große Erwachen, als man gemerkt hat, was hinter den Zahlen eigentlich steckt oder wie sich die Dinge plötzlich entwickeln. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu Südkorea. Die Südkoreaner dürfen mit Nordkorea nicht telefonieren. Es gibt keinen Briefverkehr. Die Südkoreaner schauen weder nordkoreanisches Fernsehen noch hören sie nordkoreanisches Radio. Andersrum natürlich genauso, ist klar. Tourismus ist, glaube ich, 2008 beendet worden oder was man immer dafür hält. Das war ja auch dieser kontrollierte Tourismus. Das heißt, alles, was letztlich sowas wie handfeste Informationen über Nordkorea in den Süden bringt, ist gar nicht so schlecht. Finde ich gut. Das Problem ist, dass man damit natürlich auch wiederum nie das Gesamtbild abbilden kann. Also das ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Ja, was die Nordkoreaner anbetrifft, denen geht es natürlich genauso. Ne? Wenn man mit den Flüchtlingen spricht, die haben ja in der Regel ganz andere Vorstellungen, bevor sie dann nach Südkorea kommen und wundern sich dann, dass sie da plötzlich mitten in der knallharten, kompetitiven Realität gelandet sind, auf die sie einfach mit ihren Vorkenntnissen, ihrer Schulbildung, auch ihren sozialen Kompetenzen, die sie erworben haben daheim, wirklich nicht adäquat vorbereitet sind. Und von daher, ja, die Medien spielen da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wie Frau Peters auch sagte, differenziertes Bild zu liefern, aus verschiedenen Richtungen zu beleuchten und die Menschen darauf vorzubereiten, dass die Dinge eben nicht schwarz oder weiß sind, sondern wesentlich komplexer. Es gibt ja 25 Millionen Menschen in Nordkorea, die sind ja nicht alle gleich, sondern die sind alle äußerst unterschiedlich wie anderswo auch. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ja, wirklich, so als Südkoreanerin kann ich sagen, was für ein Bild von Nordkoreanern Nordkorea haben. Und ich wurde sozialisiert in den 70er Jahren, dass die Nordkoreaner rote Haut haben, ja genau, Hörner am Kopf hätten. Das stand im Schulbuch. Ja, und so wurden wir erzogen. Und das heißt, wir haben so ein Bild von Nordkorea als Teufel, und das ist so fest verankert in südkoreanischer Gesellschaft. Aber so eine Serie wie Crash Landing on You zeigt wenigstens, dass in Nordkorea auch Menschen leben, die eigentlich die gleiche Sprache sprechen, die uns ziemlich ähnlich sind. Und allein das ist ein ganz großer Gewinn, dass die Südkoreaner endlich akzeptieren, dass in Nordkorea auch Koreaner leben, ja, die uns sehr ähnlich sind. Und mit meinem Dokumentarfilm denke ich nicht mehr, ich kann nicht so viel erreichen. A, der Film wird nicht so oft gezeigt. In Südkorea wurde der Film zum Beispiel gar nicht richtig gezeigt. Eher in Japan kam der Film ins Kino, aber nicht in Südkorea. Und die großen Festivals haben den Film abgelehnt, eigentlich weltweit. Das war auch für uns ein großer Schock. So. Alle namhaften Festivals haben den Film abgelehnt, wie so, als ob sie untereinander abgesprochen hätten. Und nur so kleinere Festivals zeigten den Film. Und in Südkorea durften wir auf dem DMZ Dokumentarfilmfestival laufen, aber nicht im offiziellen Programm, eher so im so Nebenprogramm. Und fast irgendwie so unter Ausschluss irgendwie der Medien, so ungefähr. Und das, deswegen wieso, kann ich. Wieso war das denn so? Also wieso, woran liegt das, glauben Sie? Die Südkoreaner haben wirklich Probleme mit dem Film. Die wenigsten Südkoreaner haben den Film gesehen, kennengelernt. Aber ich bekam ganz große Kritik oder schlimme Kritik aus Südkorea. Der Film kam nicht mal in Deutschland ins Kino. Eine Woche vor dem Kinostart in Deutschland haben so Südkoreaner angefangen, so den Film fertig zu machen in meinem Facebook. Ja? Da waren ganz stark beteiligt so eine Menschenrechtsorganisation in Berlin, die für Menschenrechte in Nordkorea spezialisiert ist, diese Leute und dann auch Flüchtlinge aus Nordkorea in London. Die haben zusammen und dann mit südkoreanischen Ultrarechten angefangen, irgendwie so
den Film irgendwie fertig zu machen und dann auch wirklich so ganz wüste Beschimpfung, so rote Schlampe, verrückte Schlampe in die Richtung, so. Und das war für mich wirklich, ich habe damit gerechnet, dass es so wird, aber ich habe nicht damit gerechnet, Menschenrechtsorganisationen und Flüchtlinge aus Nordkorea so aktiv gegen den Film arbeiten. Ich habe eher gedacht, die nordkoreanischen Flüchtlinge könnten sich vielleicht irgendwie ein bisschen freuen, ihre Heimat zu sehen oder allein irgendwie das zu sehen, dass in meinem Film Nordkoreaner als Menschen und sogar sympathisch irgendwie dargestellt werden. Ich dachte, die könnten sich damit anfreunden. Nein, war das nicht. Ja, die Südkorea haben wirklich Probleme mit dem Film, aus welchem Grund auch immer. Aber Also die jetzt läuft er ja Ultrarechten haben Probleme mit dem auf der Film. Webseite. Jetzt läuft er auf der Internetseite von der koreanischen Botschaft und sozusagen wir sprechen hier auch darüber. Denken Sie, dass sich da etwas verändert hat in den letzten Jahren? Ja, ich glaube, das ist wirklich allein wie wegen der neuen Regierung Moon. Das ist ganz neu, dass koreanisches Kulturzentrum sich für den Film interessiert. Es war so, ich war in Berlin zum Kinostart und auf der Kinotour war ich in Berlin. Da kam ein deutscher Politiker so zu mir nach dem Film und er erzählte mir, ich habe meine koreanischen Kollegen angesprochen, mit ins Kino zu kommen. Aber die Koreaner hätten ihm gesagt, wir dürfen den Film nicht sehen. Das war in der Zeit von Frau Park, 2016. Ja, ich habe auch Pech gehabt, wenn der Film in der Zeit von Präsident Moon ins Kino gekommen wäre, dann wäre es viel besser so gewesen. Aber kam der Film vielleicht ein bisschen zu früh in der Zeit von Frau Park so auf die Welt und so wurde der Film in Südkorea komplett ignoriert oder nur wüst beschimpft. Ja, und hatte in Deutschland auch Schwierigkeiten bei den Festivals. Und deswegen denke ich, ich kann mit meinem Dokumentarfilm nicht so viel erreichen. Besser Spielfilme wie so Crash Landing on You. Und die hat mehr bewirkt als mein kleiner Dokumentarfilm. Ich muss aber sagen, als ich mir den Film angeschaut habe, ich persönlich fand es toll, dass da nicht viel kommentiert wurde. Also, dass da nicht so der erhobene, erklärende Zeigefinger im Hintergrund war. Aber ich habe mir dann schon gesagt, eigentlich müsste man dazu noch einen Kommentator haben, der einem das erklärt und einem sagt, was man da eigentlich wirklich sieht. Also mir sind da ja schon sehr viele Kleinigkeiten aufgefallen, die du da auch sehr subtil dargestellt hast, die ja schon zeigen, wie das Regime funktioniert auch, in all sein, mit all seinen Schattenseiten auch, ja. Haben Sie Aber Beispiele? das, bitte? Haben Sie Beispiele, die uns vielleicht nicht aufgefallen sind? Ja, ich meine, das geht schon mit diesen seltsamen Antworten los, die man auf einige Fragen bekommen hat, wo dann also quasi fast schon automatisch sofort die Führer gelobt worden sind. Ich fand auch die Großmutter, die war extrem, das ist also eine Vertreterin wirklich der obersten Regimekaste, aufgezogen in der Mangyongdae-Revolutionsschule und auch man spürt auch die Härte bei der Frau, ja, ihr Enkel sagt es ja auch, ne? Und das ist bitteschön das, was vor der Kamera rüberkommt. Also das will ich mir real überhaupt nicht vorstellen. 나는 너네 어려운 모멘트에서 나라를 위해서, 수령을 위해서 이런 혁명적인 용기 되기를 난 기대한다. 난 부럽더라. 그 선사가 내 손주가 됐으면 얼마나 좋았겠는. Also da merkt man auch schon, wo auch letztlich die Träger des Systems sind, die Unterstützer des Systems, die davon profitieren, die auch keinerlei Gnade auch kennen gegenüber Leuten, die das Ganze vielleicht anders sehen. Ja? Oder die Frage, die gestellt wurde an die Textilarbeiterin, was ist dein Traum? Und dann fiel ihr erstmal gar nichts ein, weil sie so eine Frage nie gestellt bekommen hat. Die hat nicht zu träumen, die hat zu funktionieren. Irgendwann kam sie dann doch drauf, dass sie gerne Designerin werden möchte, wobei sie wiederum das Wort Designer nicht kannte, sondern Gestalterin war, glaube ich, das, ne? Wenn so Direktübersetzung aus dem Koreanischen. Darüber könnte man eine ganze Stunde sprechen, über diese nationalistische Sprachpolitik, die eben versucht, auch Anglizismen und übrigens auch sino-koreanische Lehnwörter zu verdrängen und durch eigene koreanische Wörter zu ersetzen, was dann was einen riesen ideologischen Hintergrund hat, was es Nordkoreanern wiederum schwer macht, wenn sie nach Südkorea kommen, sich dort zurechtzufinden. Also da gab es wirklich endlos viele Ansatzpunkte. Aber ich frage mich dann schon, ob Leute ohne adäquate, wie soll ich das sagen,
Hintergrundinformationen das Ganze differenzieren können. Geht mir übrigens bei Reisen nach Nordkorea genauso. Also man hat ja wirklich, bevor das jetzt unmöglich geworden ist, sehr viel Tourismus gehabt aus dem Westen nach Nordkorea. Und da habe ich mir auch immer gesagt, ohne eine fachkundige Begleitung, die einem so ein bisschen eigentlich sagt, was man da wirklich sieht, kriegt man eigentlich auch bloß die Hälfte mit. Und deswegen, wie gesagt, was Frau Peters sagte, das Einzige, was dagegen hilft, ist Information, 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 so oft, so viel und so facettenreich wie nur möglich, um die Menschen dazu in die Lage zu versetzen, sich selbst ein Bild zu vermitteln. Denn die Extreme auf beiden Seiten gibt es ja. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die plötzlich riesen Fans von Nordkorea wurden, wo ich gesagt habe, was ist denn mit dir los? Das ist nach wie vor eine Diktatur, wo die Menschen selbst die mindesten Freiheiten nicht besitzen, die wir als selbstverständlich erachten. Und wie kann man das nicht sehen? Ja? Wie kann man das toll finden? Aber das ist, die Menschen schwanken von Extrem zu Extrem. Wir haben bei uns diese Kapitalismuskritik, die Unzufriedenheit mit der Gesellschaft, in Südkorea natürlich auch, ja, hochkompetitiv, viele Menschen kommen da nicht hinterher und schauen dann nach Nordkorea und projizieren letztlich ihre Wünsche dort hinein und schaffen sich damit eine Realität, die es überhaupt nicht gibt. Und das ist das andere Extrem, das natürlich auch vermieden werden muss. Und wie gesagt, für mich ist die Lösung nur in wirklich einer großen Vielzahl von facettenreicher Informationen, um die Menschen tatsächlich in die Lage zu versetzen, sich ein differenziertes Bild zu machen. Frau Peters, wie ging es Ihnen bei dem Film? Gab es so zwei, drei Szenen, wo Sie mitgeschrieben haben oder wo Sie dachten, das ist jetzt das, oder da müsste man hinterfragen? Oder wie ging es Ihnen? Also ich fand auch schon, das hatte ich ja anfangs eingangs gesagt, dass es für mich und meinem Vorwissen, also dass ich das mir besser einordnen konnte, aber ich glaube schon, dass ein Laie, ein Zuschauer, der noch nie, also der sich mit Nordkorea sehr wenig beschäftigt hat, dass das für den einfach viele Sachen gar nicht einzuordnen sind. Und das ist schon, finde ich persönlich schwierig. Also ich finde zum Beispiel bei den Bauern, Sie haben ja, glaube ich, selber gesagt, Sie haben noch so viele Fragen und ich hatte eigentlich auch noch so viele Fragen. Also wie geht es dem wirklich? Was ist seine wirkliche Lebensrealität? Tatsächlich würde mich auch interessieren, dass Sie sehr viele Probleme haben, dass wirklich gravierende Probleme mit Stromversorgung haben, das sieht man. Ich denke, ich muss das nicht noch zusätzlich erzählen. Die haben ja irgendwie Solarpanel so und dann auch Windkraftanlage. Und jeder Haushalt hat so etwas zu Hause. Und dann haben sie noch Methangasanlage. Und ich war irgendwie bei den Bauern so wirklich total irgendwie, wie soll man sagen, so. Ich war hin und her gerissen, ob ich das alles gut finden soll oder nicht. Einerseits war ich total begeistert für diesen ökologischen Kreislauf, der da stattfindet in diesem Haushalt. Die machen das nicht aus Überzeugung, sondern notgedrungen machen sie das. Und die produzieren kaum Müll und alles wird verwendet. Und die Fäkalien werden gesammelt, daraus Methangas produziert, mit dem kochen sie. Und dann von Methangasproduktion entsteht noch Rest und dieser Rest wird zu Dünger benutzt. Das war für mich echt ein Hammer, so wirklich im wörtlichen Sinne, so Öko-Stalinismus hat dort funktioniert. Hier ist jetzt Methangas, Inbun, Dejigorum, dann Sottom, das sind drei Dinge. Das ist das, was aus dem Gas kommt, das Gas, das ist Methangas. Das ist Inbun, das ist 70%. 80% 이렇게 되갑니다. 그 인분은 이제 고금치 가족. 그거를 모자라면 시내 저 있단 말입니다. 시내 가서 우리가 이제 고름 실으면 거기 가서 우리가 좀 개꿔서 여기다 이용을 합니다. Genau das, ich glaube, das muss man tatsächlich, das ist eine Szene, die ich mir auch rausgeschrieben habe. Das muss man tatsächlich noch ein bisschen weiter erklären, ja? Zum Beispiel mit dem Dünger. Die Nahrungsmittelprobleme in Nordkorea kommen unter anderem daher, dass nicht genug Düngemittel vorhanden sind, was einerseits an den Sanktionen liegt, weil Erdöl nun mal ein wichtiger Grundstoff für die Düngemittelproduktion ist. Erdöl wird nicht nach Nordkorea geliefert, also fehlt das.
Deswegen weichen sie aus eben auf diese Fäkaliengeschichten, die sie auf die Felder ausbringen. Wenn man da im Frühjahr ist, sieht man überall die Ochsenkarren, die das dann auf den Feldern verteilen. Dann hatten wir aber dieses Beispiel jüngst des Nordkoreaners, der da über Panmunjom nach Südkorea geflohen ist. Und den hat man irgendwie ein paar Mal angeschossen, dann ist er im Krankenhaus gelandet und da hat man festgestellt, dass der voll Bandwürmer ist, der arme Kerl. Und Fakt ist, das sind die Menschen dort, also viele. Und das hat unter anderem auch damit zu tun. Also das hat alles so viele, viele Seiten. Ja? Wenn man die Fäkalien als Düngemittel auf die Felder ausbringt, hat man wunderbar diesen Kreislauf dieser Parasiten, die sich dann in den Menschen wiederum einnisten, die wiederum nicht über die adäquate medizinische Versorgung verfügen, um diese Dinger loszuwerden. Dann habe ich mal mit Leuten aus Südkorea gesprochen, die haben gesagt, ja, das war bei uns in den 60er Jahren auch so. Ja? Also, aber das sind Dinge, die... Das triggert das bei mir sofort im Hintergrund, ja, wenn ich diese Szene sehe. Bei den meisten deutschen Zuschauern höchstwahrscheinlich nicht, weil sie eben diese Detailkenntnisse entweder nicht haben oder weil sie ihnen nicht sofort einfallen. Oder auch mit den Bauern, wo sie dann so die schönen Landmaschinen zeigen, ja, diese ganze Kiege war die Mechanisierung der Landwirtschaft. Naja, und dann fährt man schon durch Nordkorea und sieht, dass da überall wirklich knallhart körperlich gearbeitet wird. Und sicher auch mehr als die 8 Stunden, die laut Verfassung für Arbeit vorgesehen sind. Also das sind so Sachen, die sehe ich sofort. Ja. Und du hast das, ich meine, du hast das auch angedeutet, aber ob das nun wirklich jeder in dieser Einzelheit mitkriegt, das weiß ich nicht. Aber das kann ein Film bitteschön ja auch nicht leisten. Lass uns mal die Kirche im Dorf hier lassen. Der eine Film, der Nordkorea komplett erklärt, den gibt es nicht. Sondern man muss sich schon mehrere anschauen, um da ein einigermaßen ausgeglichenes Bild zu bekommen. Woran es mich sehr erinnert hat, war auch die oder waren diese Gespräche, die wir hatten abends mit unseren wie heißen die Begleiter. Wir hatten 3 in der Gruppe damals und das waren überraschend offene Gespräche, also für mein Gefühl. Wir saßen dabei bei dem lokalen Bier zusammen und sie haben uns erzählt, wie sie ihre Lebenspartner kennengelernt haben und dass der Staat zum Teil dafür gesorgt hat, dass sie diese kennengelernt haben und aber auch in der Offenheit, wie viel Reis sie zugeteilt bekommen und also ich hatte schon das Gefühl, die antworten ehrlich auf unsere Fragen und gleichzeitig waren dann eben auch immer wieder Momente, wenn man fragt, was ist das für ein Hotel da hinten, diese große Pyramide und dann wird nur 3-mal gefragt, welches Hotel, ich weiß nicht, was Sie meinen. Also so immer so diese Grenze zwischen kompletter Lüge eigentlich, also ganz offensichtlich und dann eben auch trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir uns eigentlich ganz gut verstanden haben und dass sie auch ein bisschen Angst hatten vor dem, was mit dem Material passiert, was sie mir geben oder was sie mir erzählt haben sozusagen. Hatten Sie das denn auch, Frau Cho, dass Sie ein bisschen das Gefühl hatten, Ihre Protagonisten manchmal beschützen zu müssen, gerade wenn Sie mit denen alleine waren? Ja, es war von Anfang an klar, dass wir nicht über Politik sprechen. Und ich wollte auch keinen politischen Film, das macht keinen Sinn, so in Nordkorea einen politischen Film zu drehen zu wollen, mit solchen Menschen. Mit Politikern könnte man über Politik sprechen, aber mit diesen wirklich einfachen Menschen, die auch nicht freiwillig irgendwie zu meinem Film so sich entschieden haben. Ja, und gerade irgendwie... Was wollte ich sagen? Ich habe ob Sie die beschützen mussten, die vor dem, was Sie sagen, oder dass Sie Sachen rausschneiden mussten später, die vielleicht, weiß nicht, einfach, dass Ihre Protagonisten keine Probleme bekommen später. Nee, erstens, ich habe nicht irgendwie solche Frage gestellt. Wobei meine Protagonisten Probleme bekommen könnten, das habe ich nicht getan, weil es keinen Sinn macht. Ich gewinne auch keine weiteren Erkenntnisse, neue Erkenntnisse. Und ich habe so bei einigen Journalisten gesehen, so in Dokumentationen, dass sie wirklich mutig Fragen stellen und dann auch streiten, so mit den Protagonisten oder mit Guide. Und ich finde es nicht mutig, sondern ich finde es wirklich sehr verwerflich, so etwas zu tun in Nordkorea. Wenn sie wirklich so viel wissen würden, dann müssen sie doch wissen, so in welche Verlegenheit, Probleme diese Journalisten mit ihren Fragen, die Protagonisten bringen. Aber das, ja, so etwas tue ich grundsätzlich nicht und deswegen gab es nicht so Probleme. Darf ich noch eine Sache ergänzen, welche Szene ich beim Film sehr stark fand?
Ich fand eine Szene mit den Kindern, die fand ich total stark, weil die Kinder ja ein Kim Il-sung-Lied vorgetragen haben und dann diese Bewegung dazu machen mussten. Und ich fand diese kleinen Kinder, die da irgendwie das überhaupt nicht auf die Reihe bekommen haben und dann diese auch irgendwie diesen harten Ausdruck der Erzieherin, fand ich unheimlich, ja, also mich hat das sehr beeindruckt, weil man nämlich im Hintergrund Cho Seung-yoon sieht, wie sie ein Kind auf dem Arm hat. Und ich weiß nicht, ob das jeder Zuschauer gesehen hat, aber ich fand, das war halt, jemand nimmt diese Kinder, diese kleinen niedlichen Kinder an den Arm und gibt ihnen das, was sie eigentlich brauchen. Und das andere, der Kontrast dazu ist der Staat, der sie versucht, irgendwie in so eine, ja, irgendwie ein Reihe und Glied irgendwie zu pressen. Das fand ich persönlich sehr stark. Für mich ist die Kita-Szene auch Schlüsselszene. Und ich habe wie die Nordkoreaner nicht so verstanden, warum sie so brav sind. Die Südkoreaner, die sind ja wirklich sehr streitlustig und auch laut. Und sie gehen um jede Kleinigkeit auf die Straße zu demonstrieren und so weiter. Aber halt irgendwie in Nordkorea ist es irgendwie anders. Und das habe ich dann verstanden in diesem Kita. Weil die kleinen Kinder sehr früh lernen, ihren Führer zu lieben. Das wird so verinnerlicht, dass es selbstverständlich ist. Ja, und alles so akzeptieren, wie es ist. Und deswegen war es für mich auch eine sehr ja, wichtige Szene da im Kita. Und was sagen Sie zum Wiedervereinigungswillen, Frau Cho Seung-yeon, im Norden? Sie haben ja mit der Oma darüber gesprochen und mit anderen sicher auch. Ja, irgendwie so in Nordkorea ist es so wirklich sehr schwer, irgendwie das zu sehen, was wirklich da ist. Und erstens, du hast so solche irgendwie so Vorurteile selbst. Du hast so starke Vorurteile und dann. Natürlich, dann die Nordkoreaner wollen dann immer das Beste zeigen und das tatsächliche Bild liegt dazwischen irgendwo und dann grübelst du ständig. Stimmt das? Meinen Sie das ernst? Sagen Sie die Wahrheit. Was bedeutet das? Und diese Frage stellst du ständig so in Nordkorea. Aber es gab Momente für mich, wo ich wirklich absolut geglaubt habe, was sie erzählen, das war über Wiedervereinigung. Und das war für mich richtig wahrhaftig, dass das Volk und meine Protagonisten sich das wünschen. Ja, und dann auch sich wirklich authentisch gefreut haben, mich kennenzulernen, für sie als eine Art private Wiedervereinigung. Und ja, ich glaube, dieser Wunsch in Nordkorea ist sehr stark. Das ist allgegenwärtig bei dem normalen Volk. Und bei den Privilegierten könnte es anders sein, kann ich mir nachvollziehen. Und auch im Süden auch. Es gibt so Schichten, sowohl im Norden als auch im Süden, die das nicht wollen, weil die vielleicht von der Teilung profitieren können und profitiert haben. Aber wenn nicht irgendwie diese so spezielle Schichte sind, dann hatte ich wirklich irgendwie das Gefühl, der Wunsch zur Wiedervereinigung ist sehr stark.
Und das ist ja auch Staatsdoktrin in Nordkorea. Der große Führer Kim Il-sung hat das gesagt und das ist dann Gesetz. Ja. Ich kann dem hinzufügen, bei meiner Reise, die endete damit, dass unsere Führer im Bus sehr laut nochmal eine Rede hielten. Ich glaube auch angetrunken, aber das waren wir alle dann, es war mal wieder spät. Und er sagte, wir sehen uns alle wieder und ich würde gerne ein privates Unternehmen dann haben und dann machen wir nicht 6 Tage, dann machen wir 9 Tage Reise, 3 Tage Pyongyang, 3 Tage Seoul, 3 Tage Jeju. Und wir konnten es alle gar nicht glauben und ja, ist natürlich bis heute nicht passiert. Frau Peters, Sie haben ja die aktuellen Zahlen. Wie ist denn der Wiedervereinigungswille im Süden? Also zum einen muss ich sagen, ich bin natürlich keine Südkoreanerin. Ich kann nur das wiedergeben, was Südkoreaner mir gesagt haben. Und was zu den aktuellen Zahlen, ich habe gesehen, über 50% der Südkoreaner sind für eine Wiedervereinigung. Was ich eigentlich sehr, sehr interessant daran finde, ist, dass es sehr abstrakt bleibt und dass in diesem Thema unheimlich viele Widersprüche sind. Also, dass einerseits vielleicht viele Südkoreaner sagen, ja, Wiedervereinigung, ja, finde ich gut. Und ein hoher Beamter hat es neulich zu mir gesagt, ja, innerhalb der nächsten 20 Jahre sind wir wiedervereinigt und ich werde bis dahin wirklich versuchen, echt auf die Berge hier zu laufen, damit ich so fit bin, dass ich das wiedererleben kann, in mein Heimatdorf gehen kann. Andererseits, wenn es dann um konkrete Sachen geht, dann ist es ganz diffus. Also dann sagen auch junge Leute natürlich, willst du wirklich irgendwie, das ist viel zu teuer. Und viele sagen dann auch, eigentlich interessiert mich das Thema auch überhaupt nicht, weil ich mich darum kümmern muss, wenn ich einen Job kriege. Also ich finde irgendwie immer, dass das vielleicht, viele Südkoreaner sagen, ja, grundsätzlich wird es das geben, aber das ist halt, je konkreter das wird, desto schwieriger wird es und desto weniger haben auch viele Leute, also die ich getroffen habe, also konkret Lust darauf, muss man ehrlich sagen. Und genau der Punkt dabei ist einfach, dass man sich ja so wenig eigentlich auch, und darüber haben wir gesprochen, darunter vorstellen kann, wie ist es eigentlich, was sind es für Menschen, wir können sie gar nicht treffen. Wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie die wirklich leben und vielleicht können wir die überhaupt richtig verstehen, weil, das sieht man ja auch dann in Filmen und auch in Crash Landing on You, bestimmte Worte sind anders, können wir uns überhaupt verständigen. Und ja, also ich glaube deswegen, das Thema sich menschlich näher kommen, ist eins der zentralen Themen. Herr Professor Frank, welchen Beitrag kann Deutschland da leisten? So gut wie gar keinen, glaube ich. Es gilt ja die Annahme in Südkorea insbesondere, dass Deutschland halt das große Beispiel ist für die Vereinigung, von dem man lernen kann. Ich habe da endlos viel dazu zu sagen, das würde den Rahmen hier definitiv sprengen. Ich fasse es vielleicht in dem einen Satz zusammen. Die Koreaner können vom deutschen Beispiel der Vereinigung 1990 eigentlich genauso viel lernen wie vom amerikanischen Beispiel der Wiedervereinigung zwischen Nord- und Südstaaten in den 1860er Jahren. Genauso viel und genauso wenig. Also man hat dann zwei verschiedene Systeme und die einen fühlen sich benachteiligt und die anderen haben halt die Oberhand und dann gibt es so neokoloniale Vorwürfe und denen muss man begegnen und man hat Probleme hier, man hat Probleme da. Aber ich glaube wirklich, also gerade zum Beispiel bei der Frage nach dem Wunsch nach der Vereinigung merkt man einen von wirklich Dutzenden schwerwiegenden Unterschieden. In Nordkorea ist es das Staatsziel Nummer 1, in der DDR war es überhaupt kein Thema, wir durften ja nicht mal mehr die entsprechende Strophe der Nationalhymne singen, wo von Deutschland einig Vaterland die Rede war in der DDR-Hymne. Die durfte nur mehr gesummt werden oder instrumentalisiert. Während in Nordkorea sieht man Tongil, Tongil überall. Ja? Und das fand ich in dem Film auch sehr schön, dass das Ganze so fast schon eine Art Paradiescharakter annimmt, so wie in der Religion. Also hier ist es schon schwierig, aber nach der Vereinigung, ja, Tonghilhue, nach der Vereinigung, da wird alles besser. Obwohl man gar nicht so genau weiß, was das bedeutet, aber man projiziert da all seine Wünsche und Träume da hinein. In Südkorea hat man einen riesen Generationenunterschied, was diese Frage anbetrifft. Das ist sehr spannend, wenn man sich die Umfragen anschaut. Da sieht man, dass vor allem die jüngere Generation wirklich ein sehr geringes Interesse hat. Die ältere Generation so ein bisschen, wobei das auch eine Zeitfrage ist. Menschen, die Korea als vereintes Land erlebt haben, die werden immer älter und älter und das ewige Leben haben die auch alle nicht. Deutschland, ich meine, war ja maximal, je nachdem, welches Datum sie ansetzen als Teilungsdatum, ob nun
1961 mit dem Mauerbau oder 1949 mit der Staatsgründung der beiden deutschen Staaten, war ja maximal 40 Jahre lang geteilt. Korea ist inzwischen schon weit über 70 Jahre getrennt und die Uhr tickt weiter. Ja? Also das darf man alles nicht vernachlässigen. Das deutsche Beispiel, ja, wie gesagt, ich will das fast gar nicht aufmachen, Herr Kittel, weil dann rede ich nur noch und wir kommen nicht zu was anderem. Ich finde einfach, die beiden Fälle sind historisch, ökonomisch, sozial, strukturell, was das geopolitische Umfeld anbetrifft, auch die ideologische Aufstellung, das Fehlen bzw. Vorhandensein eines Bürgerkrieges der einen Seite gegen die andere und so weiter, überhaupt nicht zu vergleichen. Der Informationsstand ist ein anderer, der menschliche Austausch ist ein ganz anderer. Also ich weiß nicht wirklich, was man da konkret daraus lernen können soll, was nicht heißt, dass man das nicht ständig versucht. Es ist ein Riesenthema in Südkorea. Ich bin kein großer Fan dieser Diskussion. Okay, also es ist natürlich ein Thema, auch weil es ein emotionales Thema ist. Wir sitzen hier direkt am ehemaligen Mauerstreifen, wo aktuell noch ein Tongil-Pavillon steht, ein Wiedervereinigungspavillon. Und ich denke, Sie auch, Frau Peters, werden darauf oft angesprochen als Deutsche in Südkorea. Und das ist einfach, dass man, oh, ihr wart auch geteilt und dann wird man gleich umarmt. So ging mir das mal in einem Restaurant von einer Restaurantinhaberin. Das ist schon, also auf einem emotionalen Level funktioniert das sehr, finde ich. Also darauf wird man oft angesprochen, das ist immer wieder Thema. Bei Ihnen auch wahrscheinlich, Frau Peters, oder? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich grundsätzlich, wenn man sich mit Nordkorea Forschern unterhält, dann ist natürlich Deutschland eh ein großes Thema, auch allgemein. Also ich meine, ich habe mit einem älteren Herrn hier immer wieder Kontakt, einer von den geteilten Familien, und dessen Bruder lebt eben in Nordkorea, und er hat ihn einfach Jahrzehnte nicht gesehen. Und für ihn, er sagt immer wieder, das ist so schön, dass ihr das Deutschland wieder vereinigt ist. Ihr habt dieses furchtbare Erlebnis nicht, dass eure Familien getrennt sind. Und ich finde, das sind immer die Momente, wo man eben diese Tragödien, diese menschlichen Tragödien einfach, wie sie denen sehr, sehr nahe kommen. Vielleicht kann ich an zwei Beispielen kurz erläutern, was ich meine, wenn ich auch sage, die Südkoreaner haben auch eigentlich so gut wie gar nichts gelernt aus dem deutschen Beispiel. Wenn man sich die deutsche Vereinigung anschaut, Herr Kittel, Sie haben vorhin die Treuhand erwähnt, ja, also die ganze Frage des wirtschaftlichen Aufbaus nach der Vereinigung, wo es ja riesengroße Probleme gegeben hat. Da habe ich die Südkoreaner immer mal wieder gefragt, Sarah, wie ist es denn nun mit den Eigentumsverhältnissen in Nordkorea? Was habt ihr euch denn dazu überlegt? Und da haben die mich angeguckt und gesagt, was meinst du denn? Ich sage, naja, das ist ja jetzt alles Staatseigentum. Ja? Der ganze Grund und Boden gehört ja jetzt dem Staat. Die ganzen Unternehmen, die da sind, die ganze Infrastruktur und so weiter. Und ohne Eigentum, nach einer, sage ich mal, von Südkorea geführten Vereinigung, die man ja als Modell annimmt, muss sich ja einer drum kümmern. Da muss das Eigentum hier wiederhergestellt werden. Das große Pyramidenhotel, das Yugyeong Hotel in Pyongyang zum Beispiel, ja, das steht ja sicherlich auf enorm vielen Grundstücken, die bestimmt mehreren Familien gehören, die heute in Seoul leben, ja, und die Grundstücke dann wieder haben wollen. Wem gehört denn dann dieses Hotel und wer entscheidet denn dann darüber, wie da investiert wird? Dann haben die mich angeguckt und gesagt, ja, das klären wir dann nach der Vereinigung. Ich sage, nee, das müsst ihr vor der Vereinigung klären. Die Eigentumsverhältnisse müssen klar sein. Also in Deutschland gab es ja dieses Rückgabe vor Entschädigung, dieses Prinzip. Da könnte man sich damit befassen und fragen, hat das gut funktioniert oder sollten wir das lieber anderweitig klären? Hinzu kommt, dass in Korea zum Teil die Dokumentation der Eigentumsverhältnisse gar nicht wirklich so gut ist. Durch den Krieg sind viele Unterlagen zerstört worden. Das heißt, es wird endlose Prozesse geben, während die Eigentumsverhältnisse ungeklärt sind, werden keine Investitionen stattfinden, und das wird riesengroße wirtschaftliche Auswirkungen auf die Zeit nach der Vereinigung haben. Darüber redet man gar nicht. Sondern, ja, das machen wir dann nach der Vereinigung. Ja, klar, weil das ein politisch heißes Eisen ist. Ne? Man müsste ja quasi de facto die Menschen, die jetzt in Seoul noch leben und sozusagen ihre Urkunden haben, echt oder gefälscht, weiß man auch immer nicht so genau, die dann sagen, dem gehört da so ein Stück Land in Nordkorea, die müsste man ja dann quasi de facto enteignen, ohne Not. Also man würde sich politische Feinde schaffen, ohne dass die Vereinigung da ist. Also schiebt man das einfach auf später. Aber wenn wir was gelernt haben aus der deutschen Vereinigung, dass das Zeit natürlich kritisch ist. Ja? Man muss da relativ schnell in der Lage sein, zu handeln. Das andere Thema, wie geht man mit den Militärangehörigen um und mit den Angehörigen des Sicherheitsapparates? Ja?
Stichwort Stasi wiederum. In der DDR hat man sich dann dafür entschieden, dass hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter zum Beispiel keine Jobs mehr im öffentlichen Dienst bekommen dürfen. Und damit war die Sache abgegessen. Aber was passiert denn nun in Korea? Wie wird Südkorea mit denen umgehen? Ich meine, die haben Krieg gegeneinander geführt. Da sind Millionen von Menschen ums Leben gekommen. Da wurde sich gegenseitig Leid zugefügt. Das sind ja Wunden, die wir in Deutschland zum Glück ja nie hatten, die wir dementsprechend auch nicht schließen mussten. Also was machen wir? Hängen wir jetzt alle nordkoreanischen Militärangehörigen auf? Das wird nicht gehen, weil im Prinzip das halbe Land aus Militär besteht. Hängen wir jetzt jeden auf, der oberhalb vom Oberst oder General ist? Oder was machen wir mit denen? Oder stellen wir die vor Gericht? Wenn wir sie vor Gericht stellen, auf welcher Basis? Klagen wir sie an auf Basis von südkoreanischen Gesetzen, was natürlich nicht ganz fair ist? Oder klagen wir sie an auf Basis von nordkoreanischen Gesetzen, was wiederum schwierig sein wird? Ich habe dann immer das Beispiel gebracht bei der Nationalen Volksarmee, wo man im Prinzip alle Offiziere quasi erstmal in der Bundeswehr, so in die Bundeswehr übernommen hat, mit einigen Ausnahmen, hat ihnen quasi einen Stern weggeschossen auf der Schulter. Es wurden da um einen Dienstgrad herabgesetzt. Und damit blieben die aber dann auch in den Kasernen, ja, weil sie wussten, es passiert ihnen nichts. Und sie konnten irgendwie die Hoffnung haben, auch irgendwo eine Zukunft zu haben nach der Vereinigung. In Korea ist das überhaupt nicht klar. Darüber redet man nicht. Also einerseits haben wir dieses, wir lernen intensiv vom deutschen Beispiel und Tausende von Südkoreanern haben Millionen von Dollar ausgegeben, um hier Forschung zu betreiben. Und andererseits gibt auf diese grundsätzlichen, eigentlich ja offensichtlichen Fragen keine Antworten. Ja? Also das halte ich für ausgesprochen problematisch. Was sagen Sie dazu, Frau Cho? Ja. Stellt man sich solchen ernsthaften Fragen oder ist das zu anstrengend, wenn man sich eigentlich am liebsten umarmen will und auf der Straße tanzen und die Mauer niederreißen, wie das in Deutschland passiert ist? Nee, nicht so. Die deutsche Wiedervereinigung ist für mich ein Vorbild, so, aber sehr in komplexen Sinne. Einerseits halt diese friedliche Wiedervereinigung ist Vorbild. Und dann auch diese lange, so lang angedauerte so Ostpolitik von Brandt, ja, diese Wandel durch Annäherung, das ist auch so für mich und für uns Koreaner ein Vorbild werden kann, so Wandel durch Annäherung. Aber andererseits auch ein negatives Vorbild, dass so unsere Wiedervereinigung nicht passieren sollte, wie es in Deutschland passiert ist. Und die deutsche Wiedervereinigung hat den Menschen im Osten sehr viel Verletzungen hinterlassen. Und wir sehen ja die Konsequenzen, was da entstanden ist, was ja, wie sehr viele Ultrarechte oder Nazis, Neonazis sind mehr im Osten als im Westen. Und dann auch Menschen, die wirklich ihr Selbstverständnis oder Selbstbewusstsein komplett verloren haben, so nach der Wiedervereinigung. Und wie geht man mit solchen Menschen um? Die sind irgendwie in ihrer Biografie total erschüttert worden und verletzt worden. Und ja, so möchte ich nicht in Südkorea, in Nordkorea auch nicht. So möchte ich nicht. Und ich möchte eigentlich friedliche Koexistenz erstmal, ja, lange halt friedliche Koexistenz. Und Rüdiger hat ja auch eben gesagt, wie kompliziert es sein kann. Ja, wenn ich das höre, dann möchte ich auch keine Wiedervereinigung. Ja, weil ich ziemlich sicher bin, dass die Nordkoreaner wirklich hier sehr viel ja, leiden werden in Vereinten Korea, glaube ich, wie die Ostdeutschen leiden müssten. Und hat lange Zeit halt Annäherung und dass der Unterschied vielleicht irgendwie geringer werden soll. Aber in Bezug auf Unterschied der Mentalität oder Sprache habe ich kein Problem. Ich habe die Nordkoreaner total gut verstanden. Ich habe eher Probleme mit meinen Nichten in Südkorea. Ich verstehe sie nicht. Aber mit den Nordkoreanern habe ich wirklich ohne Problem verstanden. Und dann, es ist so komisch, Südkorea, Nordkorea sind ja so lange getrennt. Es gab keinen Austausch. In Deutschland gab es ja Austausch und Besuch, Briefkontakt und so weiter, aber in Korea überhaupt nichts. Aber trotzdem, die beiden Koreaner sind so ähnlich geblieben und ich frage mich wirklich sehr seltsam. Und da denke ich immer, wir Koreaner sind so nationalistisch und fast Rassisten sind wir. Und so ironischerweise habe ich da Hoffnung, dass wir irgendwie Koreaner total nationalistisch und
quasi wie so Rassisten sind, dass wir uns wiederfinden, so im Vereinten. Das ist meine Hoffnung. Ja. Was mir, wo ich manchmal das Gefühl hatte, dass mir auch die Ostvergangenheit sozusagen zugutekommt, als ich in Nordkorea war, ich hatte dort gelernt, dass das Wort für Wurst auf Nordkoreanisch Kalbasa ist. Nämlich das russische Wort für Wurst, nämlich auch Kalbasa. Und in Südkorea ist es Sausage. Und Sausage. Ah, Mianeo. Ja, und deswegen, und dass man allein schon durch die Biografie auch einen anderen Zugang hat. Ich stelle mir vor, das muss für Herrn Professor Frank noch ganz anders sein, der natürlich die Sowjetunion noch im Lebenslauf hat und genau, und eben auch Leipzig und Nordkorea. Also ich meine, ich muss sagen, aus jetzt DDR oder Leipziger Perspektive, meine, die Wiedervereinigung war einfach ein riesengroßes Glück, ein riesengroßer Gewinn, und ich kann überhaupt niemanden verstehen, der sich auch nur ansatzweise da kritisch äußert. Ja. Wie es gelaufen ist, na klar hat man hinterher immer dann irgendwo den Eindruck, das und das hätte man besser machen können. Und gerade auch dieses Raubrittertum da mit der ganzen Treuhand, wo wirklich Unternehmen zerstört worden sind, die eigentlich noch hätten am Leben bleiben können, das ist eine Riesenkatastrophe, ein Riesenproblem. Aber am Ende des Tages, sind wir doch mal ehrlich, also haben doch letztlich alle davon profitiert. Und ich schaue dann immer gerne ein bisschen weiter nach Osteuropa, wo Länder diese Transformation des Sozialismus eben ohne so einen starken Partner wie wir im Sinne der Altbundesrepublik vollziehen mussten. Und dann schaue ich mir an, wo die stehen und wo wir jetzt stehen. Also das ist ganz klar. Die Frage ist, wie das in Korea laufen wird. Und das ist, glaube ich, das große Problem, wenn man eine solche Vergleichsdebatte hat. Wir unterstellen ja quasi automatisch, dass das ähnlich läuft. Also der Süden übernimmt den Norden und baut dann da irgendwie das eigene System auf. Und die Nordkoreaner, die Armen, die werden dann halt nicht beachtet, was ihre Lebensläufe angeht, und werden dann hin und her geschubst. Die Sache ist halt die, so wie sich das jetzt entwickelt hat in Nordkorea, wird das gar nicht mehr so funktionieren. Also ich weiß noch, als bei uns die Wende war 1990, ich war 21, ich meine, ich war bereit zu lernen. Ja. Ich habe das bei meiner Elterngeneration gesehen, da sah das ganz anders aus. Die haben gar nicht so richtig kapiert, wie eigentlich jetzt die neuen Spielregeln sind in dieser Gesellschaft. Die Nordkoreaner aber schon. Also wir haben ja dort seit fast 20 Jahren eine sich ständig erweiternde Marktwirtschaft. Die Nordkoreaner haben speziell mit den Chinesen eigentlich die toughsten Lehrmeister, die man haben kann, was so den Raubtierkapitalismus angeht, mit allen Schattenseiten. Und das lernen die auch. Also die fallen dann auf die Nase und machen ihre Fehler und entwickeln dann Gegenstrategien. Das hat man in der DDR alles nach 1990 gemacht. Das machen die Nordkoreaner jetzt schon vorher. Das heißt, es wird für die Südkoreaner auch gar nicht mehr so einfach sein, die so entspannt über den Tisch zu ziehen, wie das dann teilweise da bei uns passiert ist. Und irgendwie kann man auch nichts dagegen sagen. Klar, ja, wenn einer einen Vorteil hat und nutzt ihn nicht, dann ist er auch irgendwie dumm. Ja? Darauf basiert ja unsere gesamte Gesellschaftsordnung. Es wird nur in Nordkorea nicht so einfach sein. Also die Chinesen werden sowieso auch noch irgendwie ein Wörtchen mitreden wollen. Das kommt auch noch erschwerend mit hinzu. Nordkoreas Außenwirtschaftsbeziehung, das bisschen, was davon übrig ist, ist jetzt im Prinzip schon auf einem Niveau, das problemlos auch eine deutschartige Vereinigung überleben wird, während in der DDR ja der Außenhandel zusammengebrochen ist, weil gleichzeitig die ganzen sozialistischen Wirtschaftspartner weggefallen sind. Also das sehe ich nicht ganz so problematisch. Ich bin auch irgendwo, wissen Sie, es ist jetzt schon 30 Jahre her, das Ganze. Letztens mal mit ein paar Schulkameraden mich unterhalten aus meiner Schulklasse, ja? Nur um einfach mal das Beispiel zu nennen. Einer davon hat vor ein paar Jahren mit einem Bruder zusammen eine Bank gegründet. Ja? Ein Gründer einer Bank. Der andere ist Vertriebschef in einem großen Hamburger Verlag. Noch ein anderer ist ein erfolgreicher Journalist gewesen. Der nächste hat eine Firma gegründet, hat die für mehrere Millionen, ich glaube im zwei- oder dreistelligen Bereich sogar verkauft und ist jetzt Business Angel. Und das sind alles Freunde, mit denen ich quasi in einer Klasse da im Gymnasium gesessen habe, Max Klinger in Leipzig-Grünau. Ja? Da waren wir eh nur 17 Leute und das sind die, von denen ich weiß. Also man muss auch ein bisschen da differenzieren. Ich mag dieses Bild nicht von den armen Ossis, die da irgendwie so überrollt wurden und jetzt liegen die da im Dreck und jammern die ganze Zeit und wissen gar nicht, was sie tun sollen. Ist ja Blödsinn. Die waren schlecht vorbereitet, klar, ja, wir hatten nicht wirklich Ahnung, wie es läuft, aber jetzt hatten wir Zeit,
das zu kapieren. Und ganz ehrlich, es geht auch an meine lieben Landsleute, wer es nach 30 Jahren noch nicht verstanden hat, wie der Hase jetzt hier in dieser Gesellschaft läuft, der tut mir dann aber auch leid. Also irgendwann ist es dann auch mal gut. Man hat jede Gelegenheit bei uns gehabt zu lernen. Man hat jede Gelegenheit gehabt, auch entsprechend sich anzupassen. Anpassen gehört zum Leben. Deswegen ist die menschliche Rasse auch so erfolgreich und das muss man tun. Für Nordkorea, wie gesagt, glaube ich, dass dieser Anpassungsdruck vielleicht sogar geringer sein wird als für die Menschen in der DDR nach 1990. Das irgendwie begeistert mich sehr, irgendwie diese Aussicht zu haben. Und dazu wollte ich so ein paar irgendwie meine Beobachtungen erwähnen und die vielleicht unterstützen, irgendwie die Meinung von Rüdiger. Und zum Beispiel Nordkorea ändert sich. Und die Welt soll endlich mal das wahrnehmen und kapieren und akzeptieren, dass das Land sich ändert. Zum Beispiel, die Kinder lernen schon in der ersten Klasse Grundschule Englisch. Das ist ganz neu. So, das habe ich hier gelernt in Nordkorea, dass die Kinder schon in der ersten Klasse Englisch lernen. Und dann meine Partnerin, Filmpartnerin, sie hat ihre eigene Firma gegründet und sie sagt, das ist staatlich. Aber sie ist die Chefin dieser Firma und wenn sie erwirtschaftet, dann soll sie 20% dem Staat abgeben und 80% kann sie für sich behalten, hat sie mir erzählt. Und das fand ich total interessant, wie so ein Steuersystem. Und etwas Ähnliches hat auch der Chef vom Reisebüro in Nordkorea, in Pyongyang erzählt. Er erzählte auch, ja, so etwa 20% abgeben und den Rest können sie behalten. Und dann sagte er auch, es gäbe inzwischen wirklich Dutzende Reisebüros. Früher gab es nicht so viele, so Handvoll, aber momentan Dutzende Reisebüros und dann auch Dutzende Taxiunternehmen und so weiter. Und diese marktwirtschaftlichen Ansätze in Nordkorea wirklich so stark angekommen sind. Und das ist irgendwie halt Hoffnung, dass das Land sich wirklich ändert. Ja. Und meine Hoffnung ist, dass die Welt das versteht und akzeptiert und dann, dass die Welt sich irgendwie auch arrangiert mit Nordkorea. Und das ist meine Hoffnung. Ich kann dazu beitragen, ich war 10, als die Mauer fiel und habe meinen 11. Geburtstag bei McDonald's gefeiert in Hannover. Und es kam auch Ronald McDonald vorbei und wir waren alle ganz aufgeregt. Aber in den anschließenden Jahren ging es mir schon auch so, wie in dem Buch Zonenkinder, wunderbar beschrieben von Jana Hensel, die darin, also so eine Szene beschreibt auch, dass sie ihrer Mutter einen Montblanc-Füller schenkt und die Mutter sagt, was soll ich mit einem Stift? Also ein Stift kostet 50 Cent oder 50 Pfennig, ich brauche keinen Stift. Und dieser Gegensatz, dass man gewisse Werte einfach aus der neuen Welt überhaupt nicht kennt. Und dass die Kinder letztendlich da so eine Vermittlerrolle übernommen haben, das fand ich damals sehr interessant. Und bei meinen ersten Reisen und dann später auch mit 18 bin ich gleich nach Nürnberg gezogen, habe ich immer wieder gehört, und dazu kann vielleicht Katharina Peters was sagen, gib du uns erstmal die 100 D-Mark zurück. So diese Konzentration auf diese 100 D-Mark Begrüßungsgeld und auf diese, als wären wir immer noch was schuldig, als müssten wir die Kosten der Einheit jetzt im Nachhinein mal endlich zurückzahlen, so ungefähr. Und ich hatte es immer wieder erlebt, dass in den Zeiten von, als der Solidarbeitrag noch viel mehr Thema war, dass das einfach nicht bekannt war, dass der im Osten auch gezahlt wird. Dass es meine Eltern zum gleichen Anteil zahlen, das war im Westen nicht bekannt. Frau Peters. Ja, ich habe ja bis Mitte der 90er Jahre in Portugal gelebt, deswegen fürchte ich, dass ich jetzt nicht den wertvollsten Beitrag dazu leisten kann. Ich habe meine Eltern auch noch gefragt, wie die das eigentlich erlebt haben in Portugal. Und für die war das, also es war halt relativ weit weg natürlich, leider. Aber mein Vater hatte mir erzählt, ein Live-Interview in der portugiesischen Tagesschau dazu gegeben. Also hat er vielleicht auch seinen Beitrag dazu geleistet, die deutsche Wiedervereinigung den Südeuropäern nahe zu bringen. Das erste Mal nach Ostdeutschland gefahren sind, sind wir nach Berlin gefahren und da waren wir im Prenzlauer Berg und damals waren die Fassaden noch ganz grau und düster und mein Vater hat gesagt, ja, das ist
hier nicht so eine gute Gegend, Prenzlauer Berg. Und ich finde, das ist mir bis heute total in Erinnerung geblieben, weil dann als Student bin ich dann auch auf Prenzlauer Berg gezogen, da sah es dann ganz anders aus. Und es war dann ein bisschen bessere Gegend. Herr Professor Frank, es wird ja immer gern über die Kosten der Einheit gesprochen. Und das ist auch natürlich ein Thema, wenn Südkoreaner darüber sprechen. Und Sie als Wirtschaftsexperte haben da sicher auch noch einen ganz eigenen Ansatz. Was mich wundert, dass die Benefits einer Einheit nicht oft genug betont werden. Also, oder eben die Kosten der Trennung, die ja auch immens hoch sind. Also was einem geeinten Korea an Möglichkeiten entgeht. Ich nenne das immer gerne Powerhouse, weil es so ein schöner Begriff ist. Aber ich meine, wir haben Japan nebenan, wir haben China nebenan und Korea hat nun wirklich das Potenzial, gerade wenn sie vereint sind und dann ungefähr von der Einwohnerzahl ja wie Deutschland sind, einer sehr hohen Produktivität, das Gleichgewicht in Asien ganz schön zu erschüttern, sag ich mal. Oder? Ja, das Problem ist, wenn man in einer Demokratie lebt, dann hängt man natürlich von Mehrheiten ab. Und Mehrheiten werden durch Meinungen gebildet. Und Meinungen müssen, das merken wir ja, glaube ich, alle in unserem Alltag, möglichst einfach sein. Also je komplexer man versucht, den Menschen etwas zu erklären, umso weniger erreicht man. Die hören dann einfach weg. Die Mehrheit der Menschen möchte gerne einfache Erklärungen haben für komplexe Phänomene. Und wenn sie die vorgesetzt bekommen, und das wird passieren, dann werden sie die annehmen. Und dann dringt man mit etwas komplexeren Ansätzen schon gar nicht mehr wirklich durch. Das geht schon bei, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, das geht schon bei diesem Narrativ von den deutschen Kosten der Wiedervereinigung los. Also das bestehende Bild ist ja, dass da riesige Mengen an Geld von West nach Ost geflossen sind. Und da hört das Ganze dann meistens auf. Die Leute, die ein bisschen denken können, die verstehen, dass zumindest die Steuern wieder in den Bund zurückgeflossen sind. Ja, also Mehrwertsteuer oder Lohnsteuer, je nachdem, was für eine Art von Einkommen man damit generiert hat. Aber was die wenigsten Menschen wissen, ist, dass in den ersten 4 Jahren nach der Vereinigung, und das sind ja hier die Relevanten, dafür haben wir Zahlen vom DIW, gibt es da recht präzise Schätzungen, letztlich die ostdeutsche Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen aus Westdeutschland war zahlenmäßig höher als die Transfers, die von West nach Ost geflossen sind. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die Transfers quasi 1:1 wieder zurückgeflossen sind an westdeutsche Unternehmen, sei es jetzt Baufirmen, sei es jetzt Produzenten von Lebensmitteln, Produzenten oder Importeure von Konsumentenelektronik, von Autos und so weiter, sondern sogar noch etwas mehr. Das heißt, letztlich unterm Strich hat die Bundesrepublik West sogar finanziell Gewinn gemacht aus der Wiedervereinigung. Aber das glaubt einem kein Mensch, weil dieses Narrativ, oh, da sind diese Billionen von D-Mark oder Euro, das verwechselt man auch dann immer gerne, das ist gleich mal Faktor 2, sind da in den Osten geflossen. Und dann geht man, ohne weiter nachzudenken, davon aus, naja, und da sind die dann irgendwie verschwunden. Aber Geld verschwindet nicht, Geld zirkuliert. Ja? Wenn die Leute Geld kriegen, geben sie es aus. Und Menschen, die wenig Geld haben, geben in der Regel einen hohen Anteil ihres Geldes aus. Reiche sparen eher oder investieren. Also das ist mal ein Thema, das haben die Deutschen nicht verstanden, die Südkoreaner sowieso nicht. Und dann ja, natürlich haben sie absolut recht. Also so eine Vereinigung ist ja letztlich auch ein Riesengewinn. Also Südkorea ist wirtschaftlich von seinem Entwicklungsstand her gerade in einer sehr kritischen Phase. Diese nachholende Entwicklung ist mehr oder weniger abgeschlossen. Also wo man quasi bestehende Technologien genommen hat und man hat sie optimiert und man hat eben zu günstigen Kosten dann bessere Produkte produziert. Also sehen wir uns die Autoindustrie an, Hyundai, Kia zum Beispiel oder auch die Elektronik, wo Samsung und LG ja relativ bekannt sind. Die sind jetzt so weit, dass sie so ein Stückchen hinter den Technologieführern sind, zum Teil fast schon gleich auf. Im Nacken atmen ihnen aber die Chinesen hinein, die im Prinzip die gleiche Phase durchlaufen jetzt, mit Xiaomi und Huawei. Und oh mein Gott, wenn die chinesischen Autoproduzenten erstmal anfangen, dann können wir uns sowieso alle warm anziehen. Die sind bei uns ja noch gar nicht. Das heißt, Südkorea ist so ein bisschen in so einer Zange, ja, zwischen denen, die vorne sind, Amerikaner, Japaner, Deutsche, und denen, die immer näher kommen, die Chinesen. Und da ist die Vereinigung natürlich der Sechser im Lotto. Ich meine, die haben mit einem Schlag 25 Millionen mehr an Binnenmarkt, den ihnen kaum jemand streitig machen kann, zumal Protektionismus im Augenblick ja sowieso wieder en vogue ist. Und sie haben natürlich auch einen Marktvorteil in Nordkorea, weil die gleiche Sprache sprechen. Südkorea ist zurzeit eine Insel.
was logistisch ein Riesenproblem ist, weil alles, was sie aus Südkorea irgendwo hinliefern wollen, muss in den Flieger oder aufs Schiff. In dem Moment, wo Korea vereinigt ist oder wenigstens diese Koexistenz besteht, die Songhyang genannt hat, dann kann man die Sachen per Auto nach China fahren. Ich meine, das ist ja, da würden manche Länder ihren rechten Arm dafür hergeben, um im Prinzip diese Verbindung zu dem großen Markt China zu haben. Dann fallen natürlich die innerkoreanischen Konfrontationskosten weg, wobei ich sagen muss, es kommen neue Kosten hinzu, weil das vereinte Korea sich dann auch mehr nach außen orientieren wird. Ich glaube, das Verhältnis zu Japan wird schwerer, das Verhältnis zu China muss dann geregelt werden und so weiter. Aber Fakt ist, wenn man sich Südkoreas Entwicklung anschaut unter dem Diktator Park Chung-hee, dann kann man eigentlich nur sagen, wenn die Südkoreaner das gekonnt haben, können die Nordkoreaner das auch. Plus, sie haben Rohstoffe in astronomischer Größe, die sie einfach zurzeit nicht nutzen können, weil ihnen das Kapital und die Technologie fehlt, sie auszubeuten. Das wäre sozusagen noch ein Bonus obendrauf. Und daher auch meine These, die ich immer wieder gerne von mir gebe, auch wenn die Menschen manchmal den Kopf schütteln, weil es schwer vorstellbar erscheint. Nordkorea kann tatsächlich der nächste ostasiatische Tigerstaat werden, wenn, ja wenn, viele Bedingungen eintreffen, unter anderem auch eine Umorientierung in der Regierung. Wunderbar. Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Ich möchte aber noch eine Frage an alle drei Teilnehmer stellen und verbinde die schon mal mit einem großen Dankeschön für die Zeit. Ich sehe, dass es schon dunkel ist in Seoul und dass wahrscheinlich Kinder ins Bett gebracht werden müssen. Hier ist es jetzt richtig angenehm, Mittagszeit. Ich möchte noch einmal die Frage stellen an alle im Prinzip, wie denn die Chancen steht, dass wir noch auf dem Paek to Sun wandern gehen können in den nächsten 5 Jahren. Frau Peters vielleicht? Also ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Frau Cho, hat der Herr Trump irgendwas damit zu tun? Oder wir haben seinen Namen überhaupt nicht angesprochen, wir müssen es auch nicht tun, aber was sagen Sie? Meinst du, ob die Wiedervereinigung kommt oder was in 5 Jahren? Ich hoffe nicht. Und ich jetzt, nee, so nicht, ich hoffe nicht. Aber ich selbst, ja, bald könnte ich wieder in Paek to Sun sein, wenn die Corona-Zeit vorbei ist. Und ich plane mit Nordkoreanern zusammen eine Serie, so Fernsehserie für nordkoreanisches zentrales Fernsehen. Und ja, so werde ich bald in Nordkorea sein. Aber Wiedervereinigung möchte ich nicht, dass so schnell kommt. Wie Rüdiger schon erläutert hat, sind die Südkoreaner überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das ist einfach zu früh. Ja. Herr Professor Frank, was sagen Sie? Ja, ich habe 2 gute Nachrichten zum Abschluss. Man soll ja auch irgendwie wirklich positiv enden, nachdem wir jetzt so skeptisch waren immer. Ich glaube, die erste gute Nachricht ist, es ist völlig wurscht, was die Menschen wollen, ob die Vereinigung wollen oder nicht, ob da irgendeine Elite die Vereinigung will oder nicht. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, wenn man sich das historisch anschaut. Ich hätte mir im Herbst 1989 auch nicht vorstellen können, dass wir ein Jahr später schon wieder vereinigt sind. Und das ging so zack, zack. Also da wird man dann auch manchmal überrollt von den Ereignissen. Und das kann in Korea genauso passieren. Deswegen werden Sie mich auch nie erleben, dass ich irgendeine Prognose abgebe. Und die andere gute Nachricht zum Paek to Sun ist, da können wir jetzt schon alle gemeinsam hinfahren. Die Hälfte gehört nämlich den Chinesen und das ist von der chinesischen Seite her ganz einfach. Da wird man mit einem Allradauto hochgefahren und schon ist man da. Also alles ist gut und kann eigentlich nur noch besser werden. Wunderbar. Ich bedanke mich vielmals für die Zeit und die, ich habe viel gelernt, die Einsichten. Ich wünsche einen schönen Abend in Seoul und einen schönen Tag noch in Wien und Saarbrücken.